Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Fallout New Vegas. Wir haben jetzt hier gerade die Rede abgeholt und wie sich herausgestellt hat, fordert der Computer wohl jedes Jahr ein Opfer. Und in dem Fall hat man sich wohl darauf geeinigt, dass der Overseer in dem Vault 11 für ein Jahr im Amt bleibt und dann geopfert wird. Cafeteria, hier waren wir ja auch schon. Da waren wir auch schon durch. Also müssten wir im Grunde zurück zum Reaktor. Da waren wir ja auch schon drin. Jetzt müssten wir den Weg wieder zurückfinden. Hier war nichts mehr. Ich glaube, von da hinten sind wir gekommen. Hier? Nee. Hallo? Wie sind wir denn hier in den Bunker überhaupt reingekommen? Ist auch noch alles lecker verstrahlt. Nee, wir sind von hier gekommen. Da bin ich mir wirklich sicher. Mussten wir da denn nicht durchtauchen, oder? Nee, ach Quatsch. Na, diese verwinkelten Gänge. Mann, 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 Mann. Ist ja fast so wie bei Minecraft, wo ich mich da auch ständig verlaufe. Jetzt könnten wir uns mal an das Terminal des Overseers wagen. Utility, hier waren wir ja auch schon drin, da waren wir auch schon drin. Gehen wir mal die Treppe hoch. Der Weg ist versperrt. Und die Waffe ist immer noch zu groß. Ich sollte mal gucken, ob ich nicht mal meine 10 mm Maschinenpistole nehmen kann. Jetzt habe ich da mein so Strahlungsmoped brauche ich nicht. Ich könnte auch mal gucken, wie es so um mich steht. Nämlich nicht so gut. Ein bisschen verstrahlt. Aber ich habe ja eine Eigenschaft, wo es dann quasi von alleine weggeht. Hunger habe ich ein bisschen und ein bisschen müde bin ich. Essen wir mal ein bisschen was. Sollte an und für sich eigentlich reichen. Wir könnten auch noch mal. Haben wir denn noch ein paar Sunset Sarsaparillas? Auch noch zwei. Wird uns nämlich auch ein bisschen. Oh, was hier ist? Ah, da sind wir ja schon. Jetzt habe ich vergessen, auf meine andere Knarre umzuschalten. Haben wir denn Mund dafür? Jo, haben wir. Zwei Magazine, zweieinhalb Magazine. Admin-Anmeldung. Jetzt Kennwort eingeben. Tada! Opferkammer öffnen. Die Opferkammer. Veronika, kommst du? Ich habe Angst. Erstmal speichern. Veronika. Glückwunsch, Märtyrer. Ihre fantastische Reise beginnt gerade erst. Gehen Sie bitte weiter in das Licht. Geh ins Licht. Das Licht beruhigt Sie und sorgt für innere Ruhe. Gehen Ah. Sie in das Licht. Okay. Das hat mich jetzt nicht wirklich beruhigt. Wo ist Veronika? Herr
herzlich willkommen. Setzen Sie sich bitte in den Sessel. Gleich geht es los. Ach, gleich geht es los. Da kann ich ja schon fast nicht widerstehen. Ah, Vault-Tec Presents. Happy Trails. Herzlich willkommen, Märtyrer. Wenn Sie jetzt hier sind, wurden Sie als Opfer dargeboten, damit es Ihrer Vault weiterhin gut geht. Vielleicht fühlen Sie sich im Moment traurig oder wütend. Eventuell haben Sie keine Enkel oder konnten nie eine frische Zigarre genießen. Aber marschieren Sie erhobenen Hauptes, Soldat. Und denken Sie daran, dass jeder von uns eine wichtige Rolle zu erfüllen hat. Die Rolle einiger Leute ist es, Kranke zu heilen. Andere haben möglicherweise einen Rennwagen oder eine Rakete zu steuern. Und einige von uns sind dazu bestimmt, ihr Leben für das Wohl aller zu geben. Natürlich macht das vielleicht nicht so viel Spaß, wie einen Rennwagen zu fahren, aber dafür ist es nicht weniger wichtig. Aha. Geben wir uns einen Augenblick Zeit, um die Augenblicke Revue passieren zu lassen, die ihr Leben lebenswert gemacht haben. Denken Sie zurück an den Moment, in dem Sie Ihre feste Freundin zum ersten Mal geküsst haben, versteckt unter der Tribüne beim großen Spiel. Oder als Sie nachts ausgebüxt sind, um den neuen Film zu sehen, den Ihre Eltern verboten hatten, weil er zu gruselig war. Junge, hatten die recht. Und wer könnte schon den Moment vergessen, in dem er die Liebe seines Lebens getroffen hat? Was für ein Prachtstück. Das sind nur Beispiele. Spüren Sie dieses aufkeimende Gefühl in Ihrer Brust, wenn Sie an diese Dinge denken? Gut, das ist das Gefühl von Frieden. Sie haben ein großartiges Leben geführt. Ein Leben, bei dem der Weg das Ziel war. Aber das ist nur der Anfang. Schließen Sie jetzt Ihre Augen und stellen Sie sich vor, welche Freuden Sie im nächsten Leben, im Jenseits erwarten. Sehen Sie sie? Gut. Hallo? Oh, fuck. Ach, du glaubst es nicht. Ei. Das Geschütz kriege ich nicht. Den auch nicht. Mir geht's total dreckig. Puh. Ich nur noch 20 Schuss da drin. Muss der Sturmkarabiner mal herhalten. Alter. Und verkrüppelt bin ich auch noch. Puh. Das war mehr als knapp. Verstehe ich gar nicht, dass ich müde sein soll. Und Durst habe ich. Kopf. Erstmal Kopf reparieren. Vielleicht noch eine Hydra hinterher schmeißen. Eieieiei.
Mann. Truhe war leer. Mann. Wenigstens geht's mir jetzt wieder einigermaßen. Ich glaube, die Plasmagranate hat mir echt den Arsch gerettet. Ach, guck mal da. Zentralrechner. Abriegelung aufheben. Aufhebung abgeschlossen. Systemaufzeichnung. Löschung Vault 11. Aufzeichnung heruntergeladen. Automatisierte Antwort. Lösung Vault 11. Ach, nicht Löschung, Lösung. Okay. Automatisierte Lösungsantwort. Puh. Gucken wir uns das doch mal an hier. Systemaufzeichnung. Vault 11 Lösung. Ich weiß, du kannst mich hören. Also, aufgepasst. Von uns sind noch 5 übrig. 5. Von... Oh, ich weiß nicht, wie vielen. Es ist also... vorbei. Wir haben geredet und es ist vorbei. Wir werden niemanden mehr in den Tod schicken. Also dreh uns das Wasser ab, töte uns durch Gas oder tu, wozu auch immer du programmiert bist. Aber wir werden dir nicht länger zuhören. Automatisierte Lösungsantwort. Glückwunsch, Bürger von Vault 11. Sie haben sich entschieden, keinen der Ihren zu opfern. Sie können erhobenen Hauptes in dem Wissen weiterleben, dass Ihr Engagement für menschliches Leben ein glänzendes Beispiel für uns alle ist. Und um dieses stolze Gefühl zusätzlich zu versüßen, habe ich tolle Neuigkeiten für Sie. Ungeachtet anderslautender Aussagen wird die Bevölkerung von Vault 11 nicht als Strafe für Ihr Ungehorsam ausgelöscht. Stattdessen wurde der Öffnungsmechanismus der Vault-Haupttüren aktiviert. Sie können nun nach Lust und Laune kommen und gehen. Aber nicht so schnell. Fragen Sie vorher Ihren Aufseher, ob das Verlassen der Vault sicher ist. Für Vault-Tec hat Ihre Sicherheit oberste Priorität. So geht's natürlich auch. Unglaublich. Ein tierischer Flash. Ich glaube, Veronika konnte hier nicht mit runterkommen. Ja, die Rüstung ist so schwer, deswegen bin ich so langsam. Ja, haben wir das Rätsel also auch gelöst. Na, wo ist sie denn? Veronika? Steht da hinten noch irgendwo rum. Da ist sie. Ich glaube, wir können uns jetzt hier vom Acker machen. Mini-Atombombe. Naja, wie gesagt, vielleicht kommen wir ja noch mal wieder. Ich wage es zwar fast zu bezweifeln, aber sag niemals nie. Ich hoffe, ich laufe jetzt hier auch in die richtige Richtung. Aber wir bewegen uns nach oben und das ist ja schon mal etwas. Ladies and Gentlemen. Nee, so ganz richtig war es dann doch nicht.
falsche Treppe genommen. Schon wieder im Kreis gelaufen. Ja. Admin, Female, Security, Overseer. Untergeschoss. Jetzt sind wir wieder ganz unten. Hier ist das Office. Hier ist alles dicht. Da waren wir drin. Gehen wir mal hier rum. Ja. Das sieht schon besser aus. Obwohl. Utility. Zum Atrium geht es nicht. Rumgerenne. Da bin ich nachher doch nicht richtig. Wohnquartiere. Oh, hallo. Wohnquartiere, da geht's zum Atrium. Also doch irgendwie hier lang. Jo. Wie links. Männer. Ja. Common Room. Das sieht schon besser aus hier. Mir ja eigentlich nicht vorstellen. Main Entrance. Tada! Tja, und dann sind wir wieder draußen. Gut. Nö. Kriegen wir so nicht. Gucken wir uns die LKWs da hinten nochmal an. Vielleicht gibt es da ja was Brauchbares. Ah, das müsste... Also entweder... ist das Kautabak, wovon ich eigentlich ausgehe. Oder, genau. Jalapeno. Jalapeno. Oh, hier sind ja noch viel mehr.
Eldorado Trockensee. Na, vielleicht gibt's ja hier noch was abzugreifen. Nein, scheinbar nicht. Überall Feuerameisen. Da hinten geht's nach Novak. Da können wir ja quasi hinlaufen. Ist doch so ein Vieh glatt in den Stein geglitscht. Geht doch. Na, was haben wir denn da noch? Ist das noch eine Jalapeno? Noch eine Jalapeno. Komm mit, Veronika, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Na, da war doch noch mehr hier. Da oben wäre noch ein reisender Händler. Helios One. Noch eine Jalapeno. Vielleicht können wir dem Händler ja schon mal was verticken. LKW? Ja, ich denke, den haben wir schon gesehen. Weil hier ist ja auch diese Tankstelle in der Nähe. Jetzt schleppen wir uns mal nach Hause. Oh, hallo, meine Freunde. Mal gucken, ob ich nicht noch ein paar Granaten habe. Waffen? Ja, Splittergranate. Und leichtes MG, da habe ich aber nicht mehr viel. Da habe ich auch nicht mehr viel. Da wäre noch was. Die Shotgun. Haben Sie eine größere Knarre, die ich mir leihen könnte? Und ich sollte mal ein Jet nehmen. Und
Oh, ich bin jetabhängig. Das ist gar nicht gut. Psycho. Ruhige Hand. Und... Paff! Alles klar, Veronica. Die nehmen wir doch gerne. Buschbüchse brauchen wir nicht. Ja, das kommt davon, weil du immer nach vorne rennst hier. Sturmkarabiner nehmen wir eben auch mal mit. Ey, Plasmamine, sehr cool. So, ich glaube, die Jungs waren versorgt. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt mal, unbehelligt nach Hause zu kommen. Haben Sie noch Money übrig? So. Mein Gott, er ist ja 20 Meter weit geflogen. Das war jetzt ja gar nicht übertrieben und so. Mal gucken, was der süße Boy mir noch zu bieten hat. Ja, wo ist er denn? Hallo? Bis wo ist denn der geflogen? Die ruhige Hand hat nachgelassen. Oh. Nee, das sind Kassadeure. Ah, ein fliegender Händler. Na, dann komm mal her, dann kann ich dir vielleicht nochmal ein paar Sachen verscherbeln. Hallo, brauchen Sie was? Nein, aber du vielleicht. Klar, hier ist mein Sortiment. 6000, das hört sich doch schon gut an. Waffen. Ja, die können wir ihr mal verticken, weil da haben wir eh keine Moon mehr für und die war auch gegen menschliche Gegner mehr als dürftig. Sturmkarabiner, 5 mm, ja. Dann würde ich mal sagen, verticken wir den einfach mal. Thermische Lanze gebe ich nicht her. Die scheint ja dann doch schon ziemlich wertvoll zu sein. Munition. Flammenbrennstoff. Kannst du alles haben. Und Raketen, wer weiß. Ach komm, kriegst du auch alle. Haben wir denn sonst noch was? Kannst du essen. Gegengift. Insta-Porri. Leguan am Stiel. Ne, die nehmen wir mal mit. Die kann sie haben. Das schmutzige Wasser und den Scotch. Wein. So soll es sein. Na, dann mal auf Wiedersehen. Kommst du, Veronica? Ja, sie kommt. Dass man hier noch nicht mal sprinten kann oder so.
Sind fast da. Oh, die Brücke plöppt da einfach mal so auf. Und Boone müsste eigentlich oben im Scharfschützenstand stehen. Tut er aber irgendwie nicht. Kann ich aber zumindest mal die Overalls hier lassen und vielleicht auch nochmal die eine oder andere Waffe, die ich nicht benötige. Munition. Das ganze Brimborium, das wiegt ja alles auch eine ganze Menge. Ha, Home Sweet Home. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und bis dahin macht's gut. So viel zu Fallout für heute und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auf der linken Seite oben findet ihr die komplette Playlist mit allen Videos. Links unten gelangt ihr zu den Videos von meinem Minecraft-Server. Klickt auf den Gasmaskenmann, um meinen Kanal zu abonnieren und nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Macht's gut!